Hallo zusammen, mit euch im Rücken könnte ich inzwischen gut und gerne Experimente zum Thema Schwarmintelligenz anstellen, die Kraft des Kollektivs. Das merke ich immer dann, wenn ich mich in meinen Videos verhaspel, eine Karte vertausche, verspreche oder wirklich richtige Fehler mache. Das wird von mehreren von euch registriert, das lasst ihr mir nicht durchgehen. In den Kommentaren oder auf anderen Wege bekomme ich das von euch mitgeteilt und das finde ich auch gut so. Zum Beispiel letzter Woche gab es zwei Hinweise von euch, denen wir jetzt mal einmal nachgehen wollen. So sah die Verteilung aus. Ich saß in Vorhand, Mittelhand hatte noch 20 geboten, Hinterhand gepasst, 13 Augen waren gedrückt. Ich hatte den wunderschönen Pik hier mit dem Herz Buben eröffnet und dazu kam von euch die erste Rückfrage. Ja, sag mal, hast du nicht gesagt, dass man in dieser Trumpfkonstellation besser mal mit der Trumpf 10 das Spiel eröffnet? Und ja, was soll ich sagen? Da muss ich zustehen, das ist sogar bewiesen, das ist korrekt. Schaut einfach mal in den Strategietrainer, den bunten Hund zähmen oder so ähnlich heißt die Übung. Da ist gerade die Trumpfkarte hundertprozentig identisch und die Beikarte auch nahezu. Trotzdem gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied in dieser Übung, die sich übrigens als echte Partie einmal ereignet hat. Da saß ich in Hinterhand, nicht in Vorhand, und das Spiel lief so los. Kreuz kam raus, Dame Ass oder so ähnlich, ich bedient, 14, dann wurde Karo geöffnet, ich geschnippelt, hinten die 10 raus, 28, Karo zurück, Lusche, Dame, ich das Ass. Mit anderen Worten, es waren schon drei Stiche gespielt, die letzte Lusche in der Beikarte war hoch und die Gegner hatten erst 28 Augen liegen. Und dann ist es selbstverständlich die korrekte Karte, eine zwingende Karte, die Trumpf 10 zu spielen, um sich gegen Trumpf 4 zu 1 zu verteidigen, denn es werden eben nur noch zwei Stiche abgegeben. Allerdings, wenn du mit einem Buben startest und die Gegner lassen dich am Stich, dann musst du danach entweder eben doch drei Stiche abgeben oder einen Trumpf vollen opfern und kannst das Spiel eben trotzdem verlieren. Mit der Trumpf 10 kannst du es nicht mehr verlieren. Hier in dem Fall ist die Situation aber ein wenig anders, denn die Beikarte ist noch nicht geklärt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier den siebten Karo hochgespielt bekomme. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit der Trumpf 10 das Spiel eröffne und tatsächlich gegen die 4 Trumpf laufe, dann habe ich mit diesem tollen Trick noch nicht garantiert das Spiel gewonnen und deswegen habe ich es mir lieber geschenkt. Darüber hinaus ist noch der Aspekt im Spiel, dass ich ja auch ein bisschen gucke, wie sind meine Mitspieler drauf. Ich habe die ein bisschen schwächer eingeschätzt und in dem Fall wird dann häufig sowieso der erste Trumpf mitgenommen. Das heißt, Herz Bube finde ich hier die korrekte Entscheidung. So lief das Spiel, Herz Bube. Oh Schreck, alle 5 Trumpf dagegen. Dann kam Kreuz auf den Tisch. Ihr kennt es ja aus dem letzten Video, deswegen machen wir es hier nur im Schnelldurchgang. Wurde hinten rausgenommen, Kreuz zurück, von mir gestochen auf 28. Mit dem Karo Buben blieb ich am Stich. Der letzte Karo hier wurde abgeschmissen. Und jetzt hatte ich Trumpf rausgespielt, Herz Ass geladen, Trumpf König mitgenommen. Der Spieler hier hätte jetzt die Chance gehabt, mich mit Trumpf oben unten leicht zu schlagen, hat das aber nicht getan, hat auch nicht Karo gespielt, sondern eine Herz-Lusche. Und hier war ich jetzt zu piefig, war ich so geil, dass ich unbedingt 61 kriegen wollte und nicht 65. Mit Einstich Pik 10 Trumpf raus hätte ich 65 erreicht, weil ich dann noch mit Karo König Ass gegen Lusche 10 geschnippelt schnippeln könnte. Ich habe aber jetzt hier abgetragen und jawohl, jetzt kam euer Hinweis, Daniel. Hast du denn richtig aufgepasst? Was ist, wenn der Spieler hier, der noch folgende Karten in der Hand hält, den Braten jetzt riecht und unter der Herz 9 unterbleibt? Ja, in der Tat, dann hätte ich wohl Trick 17 mit Selbstüberlistung gespielt, denn damit wird der Spieler hier ja, wenn er seine Karo 10 nicht freiwillig verbrennen will, fast gezwungen, jetzt Trumpf von oben und dann von unten zu spielen. Und ich verliere das Spiel. Ist mir tatsächlich entgangen, ich habe gar nicht so auf die Lusche geachtet, das heißt, kann auch sein, dass hier die Herz 7 lag, in dem Fall wäre alles in Ordnung, aber in dem Moment, wo es die Herz 9 oder die Herz 8 war, ist die Karo 9 Abwurf hier natürlich ein Fehler, auch wenn ich sagen muss, ich selbst habe diesen Zug nicht gesehen und es ist auch schon relativ unwahrscheinlich, dass der Spieler in Hinterhand den sieht, aber es ist möglich, insofern war es hier natürlich ein Fehler. Ein Stich wäre die richtige Reaktion gewesen. Ja, bedanke ich mich für eure Hinweise. Ich denke fast, das steht hier alleine als eigenes Video.
Schaut bitte weiter so kritisch auf das, was ich hier von mir gebe, und lasst es mir weiterhin nicht durchgehen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare.